Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, einer neuen Staffel. Endlich ist es soweit. Die Version 1.0 ist draußen, oben rechts steht's. Kann ich kaum glauben. Mittlerweile nach, 11 Jahren sind es jetzt vergangen. 11 Jahre kenne ich das Spiel auch schon, 10 zocke ich selber. Und willkommen zurück zu einer neuen Staffel, Staffel 7. Und passend zum Titel auch das siebte Jahr, in dem ich 7 Days to Die Let's Playe. Ich habe, wie versprochen, den Spielstand mal wieder ein bisschen schwieriger gemacht. Das heißt, zwei Stufen sind jetzt schwieriger als in der letzten Staffel. Sollte also ein bisschen mehr Action geben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet. Was die neue Version, die Vollversion jetzt mitbringt. Und ich habe grundlegend von den Einstellungen jetzt erstmal nichts geändert. Von den Grafikeinstellungen. Müssen wir mal gucken, wie das läuft. Was ich auf jeden Fall schon mal gesehen habe, das kann ich gerade direkt mal schon mal zeigen. Die Charaktere, hier sieht man es vielleicht ein bisschen, die sehen wesentlich besser aus als vorher. Damit meine ich hier nicht den Sixpack, sondern generell vom Detailgrad. Ich meine, wenn ihr das sehen wollt, nochmal ein bisschen detaillierter, dann schreibt es auch gerne mal direkt in die Kommentare. Dann kann ich das mal zwischenzeitlich kurz reinschneiden. Sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, was diese Staffel mit sich bringt. Ich war schon mal sehr positiv angetan, wie schnell das Weltgenerieren und Laden ging. Das war ja schon ganz ordentlich, wenn ich das mal mit vorher noch vergleiche. Ich weiß nicht, in einer Staffel, Staffel 5 oder so, habe ich bestimmt eine halbe Stunde die Welt generiert, bevor ich überhaupt mal auf den Server konnte. Und jetzt, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Vielleicht 2 Minuten fürs Erstellen der Karte, bis der Server da war und auch tatsächlich, bis ich gejoint bin. Ging sehr, sehr schnell. Und das finde ich sehr, sehr gut. Da haben sie auf jeden Fall Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken. Wie gesagt, ist ein bisschen schwieriger. Ich muss zusehen, dass wir schon mal eine Hütte kriegen. Ich mache hier, was haben wir denn hier über? Öffne das Herausforderungsfenster. Drücken unten einlösen. Das ist neu, warte mal. Tutorial einlösen. Das ist ganz neu. Willkommen im Herausforderungsfenster. Diese Herausforderungen sollen dich durch die Grundlagen des Spiels und darüber hinaus führen. Das ist tatsächlich ein bisschen, glaube ich, aus Mods bekannt. Schaue dir die Beschreibung jeder Herausforderung an, um deine Aufgaben zu verstehen und wichtige Informationen zum Überleben zu finden. Die Herausforderung kannst du verfolgen, indem du sie auswählst und A drückst. Ist eine Herausforderung abgeschlossen, kehre zu diesem Fenster zurück, um deine Belohnung einzulesen. Indem du sie auswählst und W drückst, das Einlösen dieser Herausforderung in jeder Reihe verleiht dir eine spezielle Belohnung. Einlösen. Okay. Ja. Achso. Genau. Verfolgen. Habe ich ja schon gemacht. Holz sammeln muss ich noch ein bisschen. Machen wir einfach mal gerade. So. Gib mir ein bisschen Holz. Aber das ist ganz gut, dass er das so anzeigt. Das war, glaube ich, vorher auch nicht, oder? Ich habe das Tutorial in den letzten Jahren auch immer im Schnelldurchlauf gemacht. Das ist jetzt nochmal ein bisschen anders. Was habe ich überhaupt eben bekommen? Warte mal, ich habe jetzt hier Steine. Ich mache jetzt erstmal gerade die Steinaxt. So. Okay. Das haben sie auch geändert, den Sound. Y. So. Einlösen, einlösen. Das sind wahrscheinlich einfach XP erstmal, ne? Nicht irgendwie Gegenstände im Inventar. Genau. Das sind erstmal XP. Achso, Holz und kleiner Stein. Ja, das kriegen wir auch. Direkt mal hin. Machen wir direkt die Quest hier mal durch. Wie ging das nochmal? Ich muss Steine sammeln. Zack. Ja, machen wir das mal gerade. Primitives Outfit, das können wir auch machen. Bis zum Knüppel würde ich das auf jeden Fall machen. Ah, okay. Das ist nicht mehr das Pflanzenfaserding. Da ist der Holzknüppel, genau, den wollte ich sowieso machen. So, und den machen wir direkt mal hier auf die 2, glaube ich. Cool. Die Items haben auch eigene Sounds nochmal. Bogen, hier. Kannst du auch direkt machen. Das können wir auch direkt machen hier. Oh, so. Ich glaube, haben die Zombies auch überarbeitet? Hatte ich da was gesehen? Ich bin gerade am überlegen. Na gut, sehen wir gleich. Steinpfeile kann ich auch mal ein paar machen. Ich lasse es erstmal bei einem. Ich weiß nicht, ob ich den Bogen jetzt spielen werde. Wahrscheinlich eher weniger. Um das Kreis mit... Wähle das Herausforderungssymbol aus. Hier. Okay.
Achso, ich soll die Sachen hier noch einlösen. Zack. Und dann da auch nochmal eingelöst. Wunderbar. Gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Waren kaufen und verkaufen und Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord, Noah. Achso, genau, das habe ich gar nicht erwähnt. Wir spielen natürlich wieder auf Random Gen. Ich hatte überlegt, ob wir Nevis Gen machen, aber ja, vielleicht, das ist ja nicht die letzte Staffel. Die 10 will ich auf jeden Fall knacken, 10 Jahre 7 Days. Aber das können wir immer dann noch machen. Random Gen, ich bin aber ein extrem großer Freund davon. Das war damals auch das Ding, wo ich mir, das ist ja auch schon, wie lange ist das her? 15 Jahre. Als Minecraft gerade bekannt geworden ist. Das war so das Ding, als ich das gesehen habe, boah, geil, zufallsgenerierte Karten. Du bist der Erste, der da wahrscheinlich jemals drauf laufen wird und, ne, und gelaufen ist. Und das fand ich sehr, sehr geil, den Gedanken. Und das ist tatsächlich auch, was ich heute noch sehr, sehr nice finde. Und ja, zu der zufallsgenerierten Karte, ich habe da noch gar nicht reingeschaut. Ich habe jetzt zugesehen, dass ich ja ganz schnell den Server aufgesetzt bekomme, dass wir direkt loslegen können. Ich habe da gar nicht geguckt, was hier überhaupt auf der Karte ist. Auch hier ganz blind reingegangen. Und wir rennen jetzt auf jeden Fall erstmal rüber zum Händler. Und gucken mal, ob da in der Nähe irgendwas Interessantes ist für uns. So. Da wollen wir nochmal schauen. Vielleicht kriegen wir so noch Honig. Das wäre natürlich auch noch mega nice. Und ja, je nachdem, wenn die Zombies nicht so viele sind, hatte ich schon überlegt, die könnten wir theoretisch auch noch ein bisschen hochstellen mit der Zeit. Ich glaube, ich habe aber so von den Kerneinstellungen das so gelassen wie in der letzten Staffel, nur wie gesagt Schwierigkeitsgrad höher, was ja auch die Zombies vermehrt hatte. Diese zwei Sachen sollten anders sein. Müssen wir mal gucken. Und wie gesagt, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, man kann ja immer noch rumschrauben. Deswegen schauen wir erstmal. Kommen wir erstmal an hier in unserer neuen Welt. Und beim Händler vor allen Dingen. Und vor allen Dingen beim Händler. Okay. Ich muss mal gerade eine Sache mal kurz ausprobieren. Okay, ich habe mal ein bisschen die Auflösung noch runtergemacht. Das waren jetzt native 4K, die hatte ich vorher glaube ich nicht. Und wir wissen ja, wie das ist. Wenn so ein Hochhaus kommt und so, das wird sich glaube ich auch nicht geändert haben. Na schön. Auch nochmal kleine Info am Rande. Wir machen natürlich auch wieder ein Live-Let's Play. Das hatte ich ja zum Ende der letzten Staffel angefangen, sowas zu machen. Und falls ihr da auch Interesse habt, live dabei zu sein, Live-Input zu geben, dann findet ihr natürlich auch den Stream-Link unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich drüber freuen. Genau, da könnt ihr dann natürlich direkt auch ein bisschen Input geben. Ohne, dass es natürlich schon mal ein bisschen vorproduziert ist. Ich produziere ja immer so ein, zwei Wochen vor. Wobei zwei Wochen dann wirklich Maximum sind. Wobei ich da tatsächlich jetzt zum Start erstmal gucken muss. Ich werde diese Folge wahrscheinlich direkt raushauen. Und da muss ich aber schauen. Ich bin in anderthalb Wochen, ja fast einer Woche, bin ich tatsächlich in London. Da wird es ein bisschen eng mit den Aufnahmen. Ich versuche auf jeden Fall so aufzunehmen, dass ich dann die zwei Wochen wirklich ganz wie gewohnt machen werde. Ne? Dass wir wieder so dreimal die Woche machen. Ich denke, das war ganz angenehm. Müssen wir dann mal schauen. Na gut, Holz. Habe ich schon mal ein bisschen was zusammen? Das ist schon mal ganz schön. Bogen kann ich gleich direkt mal ausprobieren. Den einen Pfeil verschießen. Und dann gucken wir uns mal die Zombies da vorne an. Wieso ist das hier eigentlich... Wieso hat das so ein Drehsymbol? Eine Sache muss ich gerade auch noch mal gucken. Genau, das hier ist auch neu. Du kannst nämlich jetzt jedes beliebige Feld locken und nicht einfach mehr hier 1, 2 oder 3. So nach dem Motto. Das ist cool mit den neuen Sounds. Das gefällt mir jetzt schon. Das kann ich aber direkt mal machen hier. Die zwei sind auf jeden Fall immer dabei. Das hier erstmal auch. Okay. So. Na? Oh, shit. Hau ab. Die bewegen sich auf jeden Fall schneller, oder? Also schneller im Sinne von flüssiger, meine ich.
Von den Animationen her habe ich das Gefühl. Okay. Ja, wie gesagt, sonst sind die Einstellungen alle gleich wie in der letzten Staffel. Der Halsknüppel ist der ein bisschen anders. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, ne? Es kommt ein neues Update und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, alles ist neu. Da sind wir. Finde 91. Direkt hier auf dem Eck runter. Dann gehen wir direkt mal Hallo sagen. Ich denke mal, an dem werden wir uns auch ein bisschen hochziehen. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, dass wir den direkt hier haben. Das Geile ist halt auch, der ist direkt hier an so einem Städtchen, wie es scheint. Ja, sauber. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ich würde, glaube ich, auch... oh Gott. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, auch direkt in den Knüppel gehen. Zack. Guten Tag. Well, I guess I'm gonna have to pay you now that you oh, krass. Fürs Finden? Nur hat dich geschickt. Was? Nun, du wirst deine Fähigkeiten vorführen müssen. Schnapp dir diese Schaufel und nimm deine erste Quest an. Ah, nee. Okay. Unless you're paying, you're leaving. Ich muss einfach mal gucken. Ich muss hier immer... Warte mal, das ist neu. Holzfällerhut. Ey, wie nice. Was ist da? Bilder und Gemälde. Kannst du jetzt auch kaufen. Ja, cool. Beatschutzblock. Das können wir auch direkt machen. Da ist er auch schon. So. Muss ich mal ganz kurz hier noch Steam beenden auf dem anderen Rechner. Zack. So. Gebietsschutzblock ist da. Ansonsten. Irgendwelche Aufträge. Stufe 1. Vergrabene Vorräte. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Grabe in der Nähe Vorräte aus, die meine Partner mir zurückgelassen haben. Vergiss nicht, dass du deine Schaufel brauchen wirst. It's a deal. Disappoint me and you'll find yourself on the wrong end of a rope. Ich habe tatsächlich auch bei Twitter tatsächlich die Aufnahmen vom, oder ein paar Aufnahmen vom Synchronsprecher. Ich glaube sogar von ihm hatte ich gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das jemand ist, der, oh, das war sehr gut. Dass das jemand ist, der tatsächlich auch, oh mein Gott, das ist neu. In Borderlands eine Synchronstimme hatte. Hoppala. Ja, das, ja, Ausdauer ist halt auch so ein Ding, was noch kommen wird. Da fällt mir gerade ein, das Inventar, ist das so groß wie beim letzten Mal? Haben die stärker gemacht, oder? Ich muss auch wieder aufpassen, dass ich jetzt nicht alle Ausdauer die ganze Zeit verballer. Kann sein, dass der Bogen einfach mehr Schaden macht gerade. 30. 12. Ja, auf jeden Fall. Warte mal. Geh mal weg jetzt. Ich mach mal hier ein paar Pfeile. Hier, Steinpfeil. Ja, komm, 6. Scheiß drauf. Muss jetzt erstmal reichen. Das müssen wir mal beobachten. Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie die Hitboxen überarbeitet haben. Das hatte ich eben schon. Das hatte ich eben schon. Okay, das war's aber schon. Ja dann. Weiter drauf hier. Mann, die schlucken aber jetzt. Geht doch. Und... Achso. Quest. Doppelte Held besser. Ja... Ich brauche gleich nochmal ein paar Steine. Junge, Junge, Junge. So, jetzt habe ich dich aber gleich. Oder du mich, wenn ich zu nah komme. Oh, da ist Loot. Zeig mal her. Das ist schon mal ganz gut. Du hast einen Pfeil dabei. Okay. Du bist tot, okay. Zack. Gut, und ein kleiner Truck. Stimmt, den Truck haben sie auch geupdatet.
Den haben sie auch geupdatet. Oh, wie geil. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr gut. Na du? Bist du das? Sauber. Oh Gott. Sehr schön. Jetzt muss ich aber gerade was gucken. Nee, hier. Hier war das. Einlösen. XP. Ach, da steht es auch hier, Belohnungen. Das hatte ich übersehen beim ersten Mal. Das bringt gut XP. Machen wir direkt weiter. Ich glaube, wir sind gerade schon mal ganz gut dabei. Wir haben 12 Uhr. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, um uns dann in einem Zuhause einzufinden. Muss man mal gucken. Das müssen wir dann mal schauen, nicht? Die Creme de la Creme wäre jetzt... Ja gut, die Steine kann ich noch mitnehmen. Fällt mir gerade ein für... Wollte ich ja machen. Die haben das ja eben so schön angezeigt, ne? Mit diesen Icons über den Stein und Co., dass du die brauchst. Das wäre doch auch ganz nice, wenn es irgendwie so einen Itemsucher geben würde. Gerade für den Anfang wäre das ganz nice. Wenn du so einzelne Steine suchen willst. Aber ich glaube, das wird... Ja, müssen wir mal gucken. Ach, ich mach das jetzt, komm. Ach, das ist ja auch... Ja, das ist... Das ist wirklich an die Hand genommen hier. Das ist wirklich an die Hand genommen. Und natürlich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen begnadigt, dass du hier nicht jetzt so ein Riesenfeld umbuddeln musst. Das finde ich schon mal ganz gut. Das wäre jetzt nämlich sehr, sehr langsam gewesen. Okay. Ja, das mit der Ausdauer wird noch ein Spaß jetzt am Anfang wieder. Der Kreis das weiter ein. Ich meine, das Gute ist jetzt, wir kriegen direkt schon mal ein bisschen Leben und sowas. Ne? Da können wir uns drauf freuen. Und 5 XP, das ist natürlich sehr, sehr stark. Warte mal, dann machen wir direkt mal Folgendes. Jeweils in das hier rein. Prügelpeter war das, glaube ich. Der Knüppel im Bauteil. War das nicht das? Wo du, oder haben die das auch wieder geändert, dass du. Und Teile in der Beute. Ich nehm's trotzdem mal rein. Wir haben jetzt noch 2 Stück. Das eine wäre. Nee, Chefkoch mache ich noch nicht. Glückliche Sammler auch nicht. Hier, 2 Sachen. Wo ist es denn? Heilfaktor würde ich ganz gerne machen. Und Ausdauer. Komm, mach mal Ausdauer. Das ist aber beim Sprinten. Wie war es nochmal? T-Rex. Ja. Ansonsten gucke ich gleich nochmal. Ich weiß es gerade nicht mehr, wo es war. Es ist zu lange her. Das ist schon wieder zu lange her jetzt, dass ich das hochskillen musste. Gut, isoliert, schmerztolerant, Heilfaktor, eiserne Magen. Hier. Da muss es doch sein. Guck gerade nochmal hier durch. Okay. Gucke ich gleich nochmal. Okay. Ach, tatsächlich. Da kommt noch ein Kollege ran. Ist das eine gute Idee? Ach komm, ich mach's jetzt. Honig ist jetzt gerade verdammt nochmal Gold wert. Und das will ich haben. War das nicht in der... Doch, das war in der letzten Staffel das Dilemma, ne? Am Anfang. Ich bin auch sehr gespannt, wie es in dieser Staffel laufen wird. Ich hoffe ja sehr darauf, dass wir... dass wir wieder so eine Glanzleistung haben, wie in der letzten. Ganz ohne Tod. Aber ich will es nicht zu laut sagen, denn ich sag ja nur Hunde und so.
Mehr will ich da auch nicht sagen. Die sollen sich nicht gerufen fühlen hier. Gleich kommt ein Bär. Ich sehe schon. Komme ich hier? Doch, hier komme ich rein. Wunderbar. Zödele. Wieso ist das hier kaputt? Sag mal. Muss ich mal reparieren. Wipe that smirk off your face. Yeah. Selbstgebaut Gewehrpistole, würde ich, oder? Maschinengewehr. 9mm ist eigentlich am leichtesten zu kriegen, ne? 7.62 ist sehr unwahrscheinlich. Puh, das ist jetzt schwierig, die Entscheidung. Ich nehme es aber trotzdem. I got work to do. What are you standing there for? Don't you have work to do? Okay, da haben wir ein paar Schuss schon mal. Das, da kann ich ja schon mal erleichtert sein. Auch wenn die wahrscheinlich für einen halben Gegner gebraucht werden. Aber wir sind schon mal bewaffnet. Und da ist noch eine... Na, komm mal her, du. Sehr gut. Wunderbar. Ja, da vorne, wo wir jetzt hingehen sollten, das können wir vielleicht auch direkt mal machen. Ich glaube, da könnten wir ein Zuhause finden. Zumindest vorübergehend. Ich will hier in der Nähe bleiben. Das Schild ist auch neu. My cell, buy it now. Nein. Zum Bewerfen der Zombies. Ja, wobei, das ist eine sehr, sehr kleine Hütte. Ich habe hier eher an rechts gedacht. Bosmarkt. Hallo, guten Tag. Ja, hier habe ich dran gedacht. Nee, natürlich nicht. Aber hier würde ich mal gerne reingehen. Ich glaube, das wäre... Das ist aber auch wieder so eine Tanke. Nee, doch nicht. Das hier ist der Markt. Das ist das... Dahinter ist nur so eine Abstell... Ja, das ist nur so ein... Okay. Machen wir mal auf hier. Ach, komm schon. Ich habe ein paar Steine am Start. Stimmt, ich habe noch gar kein Licht. Nee, geht weg. Lalalala. Nicht so, mein Freund. Oh, hier ist ein Zaun. Sauber. Beide noch schön erwischt. Oh, das ist auch neu. Da kommt der ganze Saft. Sieht auch ganz freundlich aus hier. Hier ist das Screenshot der neuen Staffel. Gut. Das ist natürlich ganz geil. Ich hätte theoretisch schon mal einen Kühlschrank. Wobei das auf der anderen Seite... Ja, vielleicht sollte ich das nicht... so lassen, dass ich hier, also dass ich hieraus die Basis mache. Weil die Sachen respawnen ja nach 7 Tagen. Wobei nach 7 Tagen habe ich vielleicht andere Probleme. Ich bin überladen. Natürlich. Natürlich. Die 2 Sachen kann ich erstmal scrappen hier. So, ich muss auch den Landlamp gleich noch platzieren, dann, wenn wir halt wissen, wo. Fest zerlegen, abgeschlossen. Ja, ich glaube, das ist allein dadurch wesentlich einsteigerfreundlicher. Ich habe sogar ein Klo. Das darf ich auf jeden Fall nicht trinken. Das muss ich auch merken. Er liegt am Boden. Nee, geh mal weg jetzt. Das ist aber auch ein sehr, sehr großes Haus hier, ne? Mit dem Keller auch eigentlich ganz nice. Oh, bitte sei keine Falle hier drin. Das Licht flackert so böse. Das wollte ich erzielen. Steht er wieder auf? Ja, komm. Au! Blätter.
Ich weiß nicht so recht. Das fängt ja schon mal sehr, sehr gut an hier. Sauber. Der letzte Schlag. Und ein Generator. Ja, aber das spricht ehrlich gesagt sehr dagegen, dass wir hier einziehen. Auch wenn das ziemlich nice ist. Jo, ich gehe runter. Oh mein Gott. Bleib mal liegen jetzt. Also es ist halt ganz nice, dass wir hier so einen halben Bunker haben, aber wie gesagt, ist es dann doch sehr, sehr groß, dass das nicht dafür spricht, dass wir hier einziehen. Vielleicht ziehen wir einfach hier unten ein. Warte, ich muss gerade reparieren. Geduld bitte. Ja, vielleicht ziehen wir auch hier unten ein. Gegrillter Mais. Kleines Lämpchen hätten wir hier theoretisch. Ich glaube, das machen wir. Ich mache jetzt erstmal hier. Das ist ein. Ich will nicht das Ding. Nee, Moment, das war falsch. So sieht der Truck aus. Wie heißt das jetzt? Hieß das Kiste? Auf. Das ist neu. Das ist ganz neu. Storage. So. Ja. Genau. Das passt. Ich setze ihn jetzt einfach mal hier hin. Irgendwo. Wir wohnen jetzt erstmal hier. Und dann gucken wir, ob das hier sich lohnt. Aber das, die Fackel nehme ich jetzt erstmal mit. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal unsere erste Bude. Hier können wir jetzt, ja. Also hier oben würde ich nichts absichern, nur die Wege nach unten. Dann haben wir jetzt die nächste Quest. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir sind nämlich am Ende einer Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch die erste Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zurück oder eben dann auf Twitch. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.